Hallo, herzlich willkommen zu meiner Montagslage. Ja, am Wochenende konnten wir uns freuen, die 1.000.000. Impfung wurde gesetzt. Damit geht es weiter voran mit dem Impfen in Rheinland-Pfalz. Einen großen Anteil leisten hier die rheinland-pfälzischen Impfzentren, die am Wochenende auch eine Sonderimpfaktion durchgeführt haben, wo knapp 40.000 Impfungen nochmal zusätzlich verabreicht wurden. Ein herzliches Dankeschön geht aber auch an die Hausärztinnen und Hausärzte, die ebenfalls ja mittlerweile in den Impfprozess eingestiegen sind und gerade durch ihr besonderes Vertrauensverhältnis zu den Patientinnen und Patienten wertvolle Arbeit leisten. Wie es nun weitergeht, welche Priorisierungsgruppen als nächstes geöffnet werden, das wird sicherlich in Kürze entschieden werden. Uns ist allerdings ein Herzensanliegen, dass zunächst die Gruppe der 70- bis 79-Jährigen ihre endgültigen Termine erhalten, so wie vorgesehen, bis spätestens Mitte Mai. Vielleicht gelingt es auch sogar schon in manchen Regionen um einiges früher. Wir jedenfalls strengen uns an, dass so schnell wie möglich die Impfungen verabreicht werden können. Die 60- bis 69-jährigen Menschen sind nochmal aufgerufen, sich zu registrieren für eine Impfung über impftermin.rlp.de. Und sollten Sie einen früheren Impftermin bei Ihrem Hausarzt erhalten, ist dies natürlich kein Problem und Sie können diesen wahrnehmen. Aber unsere herzliche Bitte wäre, dann Ihren Impftermin im Impfportal zu stornieren, um diesen Termin freizumachen für andere, die sehnsüchtig auf Ihre Impfung warten. Ja, am gestrigen Sonntag haben wir der vielen tausenden Opfer der Corona-Pandemie gedacht. Und betroffen hier sind nicht nur die 80.000 Menschen, die ihr Leben verloren haben, sondern natürlich auch die Angehörigen. Auch an sie denken wir in diesen schweren und herausfordernden Zeiten. Und damit die Infektionskurve in den nächsten Wochen nicht weiter ständig an Fahrt aufnimmt, sind wir alle gehalten, uns an die entsprechenden Regelungen weiter zu halten, daran zu orientieren und diese auch so weit eben möglich auch zu befolgen. Jeder, der diese Regeln achtet, trägt dazu bei, die Infektionskurve abzuflachen. Und das muss unser Ziel sein, angesichts der doch immer weiter zunehmenden Belegungszahlen in den Krankenhäusern auf den Intensivstationen. Und ich will an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Wort des Dankes sagen an all die Pflegekräfte in den Senioreneinrichtungen, aber vor allen Dingen auch in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen, die hier seit über 14 Monaten wirklich rund um die Uhr im Einsatz sind und im Moment, wie gesagt, auch ganz besonders gefordert durch die sehr starke Belegung der Intensivstation. Bei uns in Rheinland-Pfalz ist die Situation dort auch angespannt, zumindest in manchen Regionen des Landes. Wir haben aber immer noch im bundesweiten Vergleich deutlich mehr Intensivkapazitäten frei als anderswo. Damit das so bleibt, appelliere ich nochmal abschließend an uns alle. Haltet euch an die Maßnahmen, auch wenn wir alle ein Stück weit pandemiemüde geworden sind. Es kommt jetzt darauf an, nochmal durchzuhalten, auch wenn der ein oder andere auch diese Durchhalteparole jetzt vielleicht schon gar nicht mehr hören mag. Ich wünsche euch eine gute Woche, passt gut auf euch auf und vor allen Dingen bleibt gesund.